Oha! Ja, trotzdem erstmal Moin und so, ne? Das hat mich jetzt selber gewundert, dass der Soundtrack zum Start sich komplett anders anhört. Ich bin da jetzt selber jetzt gewundert, das hört sich ganz cool an. Ja, okay. Das höre ich mir noch privat noch weiterhin an. Sonst dauert das ja alles ein bisschen zu lange. Ja, ne, mal schauen. Boah, jetzt muss ich doch sagen, jetzt hier beim Refrain, das hört sich das ja schon ganz geil an. Stabil. Ja, okay, gut, das dauert hier ein bisschen zu lange. Gut, wir gehen... Achso, wir sind ja komplett woanders. Nee, ich kann ja hier... diesen hier machen. Hierhin. Ja, gut, ja, inzwischen wisst ihr ja mittlerweile, wo ihr seid. Deswegen... oh Mann, ey. Sonst kommt eigentlich immer so diese typische Begrüßung, aber ich war jetzt mit dem Soundtrack jetzt schon ein bisschen überrascht oder so, dass er sich... Okay, das ist schon... Gut, wir hatten zum Halloween-Event ja auch so eine andere Version vom Soundtrack, deswegen... Ja, deswegen, ich war nur beim Anfang ein bisschen überrascht, ist auch egal. Ich habe keinen Plan, was wir hier für eine Waffe spielen. Die zählt noch als neu, glaube ich, I guess. Aber ich will jetzt nicht mit irgendeiner komischen Waffe rein, die jetzt irgendwie, wo ich jetzt im Splatfest nicht so viel supporten kann. Ja, wobei, wir können mit der hier rein. Macht einen stabilen Eindruck, nehmen wir direkt und wie immer gilt, eine ganz normale Turbo und zwei Runden Tricolor. Also, bis gleich. So, und da geht's auch schon los. Ich habe mir ja auch die ganzen Kleidungsdinger hier und den Banner natürlich, habe ich mir hier auch abgeholt an dieser Stelle. Ja, kann man halt mal mitnehmen, ne? Aber ich habe das halt nicht direkt zum Tag gemacht, wo es halt angekündigt wurde. Deswegen musste ich erstmal einen Mitteilungstab erstmal suchen, wo es genau zu finden war. Aber zum Glück hat der ganze Bums hier nicht so lange gedauert. So. Haben wir wieder hier den Undercover am Start. Ja. Ich wünschte halt wirklich, dass der Torpedo auch mal des Öfteren auch mal vorkommen täte, ne? Bei den Waffen, die ich eigentlich normalerweise spiele, kommt ja nicht so oft vor. Ne? Mittlerweile checke ich auch diese Barriere, die habe ich bei dem Season-Trailer, wo ich die Reaction gemacht habe, habe ich es ein bisschen useless empfunden. Danach konnte ich verstehen, wo ich aber mitbekommen habe, dass sie halt geupdatet wurde, dass sie nicht mehr einen, ich sag mal, blendet, in Anführungszeichen. Finde ich die doch ein bisschen... useless irgendwie, weil davor hat es wenigstens einen Sinn gemacht. Aber da jetzt irgendwie mittlerweile oder so, ne? Die POV habe ich jetzt selber jetzt nicht gehabt. Weil es auch Leute im gegnerischen Team jetzt auch nicht die dementsprechenden Waffen spielen, die Ult, wo halt die Ult da halt dabei ist. Aber wie gesagt, Ich habe es trotzdem mal vorher mal gesehen.
Nein, wie gesagt, vorher hat es wenigstens. Oder vorher hat es schon Sinn ergeben, so. Ne? Das Bandgranate so mäßig. Aber danach. Ne, also, es hat zwar, also, ne, ich hätte schon gerne so einen Kill, ne, es geht zwar nicht darum, hier irgendwie voll viele Kills zu machen, so, aber so ein Kill wäre schon ganz cool irgendwie, sage ich. Ne, das ist so einer der, so von den Schirmen her, einer der langweiligsten, weil es schon etwas abgeschwächt ist, ne, na gut, dafür hat man halt... immer ein Schild. Ja gut, das ist auch die falsche Aussprache. Oh Bruder, chill doch mal. Okay, das warum ich nicht schon längst gestorben bin, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Okay, geil. Oha, Digga, okay. Gefällt mir schon mal. Okay, keine Ahnung. Aber die Runde haben wir schon mal gewonnen. Da stand der gefühlte Gefahr. Und das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, ist doch schon mal ganz fit. Ja, es ist trotzdem ganz cool. Und wir haben einen Fistbump. Ich war zwar nicht, war ganz links, aber wir haben einen Fistbump, das ist trotzdem schön. Die Soundtracks, wenn man halt gewinnt und halt verliert, die wurden halt nochmal extra für dieses Event angepasst. Aber irgendwie wäre das ein Ticken cooler gewesen, wäre das so ähnlich wie beim Halloween-Event gewesen, dass auch nochmal so anders gesungen wird, so quasi. Das hat mir dann beim Halloween-Event sogar ein Ticken besser gefallen. Ah nee, das war nicht beim Halloween-Event. Ich glaube, das war beim einjährigen Jubiläum, glaube ich, gewesen. So war das gewesen, habe ich jetzt... bisschen vergessen. Na gut. Nicht lange labern. Wir gehen jetzt rein in die Trackhanna. Und ich habe keinen Plan, welcher das jetzt ausnahmsweise sein wird, weil ich nicht vorher geguckt habe. Deswegen mal gucken. Seespinn-Skyline ist es, okay. Verteidiger. Oh. Hatten wir die Map schon mal gehabt überhaupt? Als Tricolor, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher irgendwie. Weiß es gerade nicht. Vielleicht verwechsel ich das nur mit einer anderen Map. Nee, ich glaube, wir hatten zuletzt diese Streifenstraße oder wie die hieß. Wo in der Mitte diese Brücke da ist hier. Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Na? Bruder. Mach mal nicht so. Ist ja immer noch, ja. Oh, also. Ja, der Undercover, der wird zwar halt so schwach oder so, weil man halt permanent dieses Schild hat, ne? Der halt trotzdem brechen kann nach einer Zeit so, aber irgendwie kann der auch schon ganz funny sein. Ne? Warte mal. Naja, Verteidigung und so, dies, das, jenes. Keine Ahnung, ich werf das Ding einfach jetzt irgendwo hin. Ich hab keine Ahnung. Na komm, krieg ich den noch? Na komm schon. Ey Bruder, das hat ja übel lange gedauert, Digga. Holy shit. Na okay. Ja, ein bisschen umfärben. Ah nee, das bringt da hier nichts. Weil die diesen riesen Sprinkler haben. Ich weiß gerade nicht, wie die großen Teile heißen. Deswegen sage ich einfach riesen Sprinkler. Ich glaube, das passt schon. So. Oh nee, Bruder. Ah, scheiße, Alter. Ja. Ich hätte gedacht, ich könnte das irgendwie blocken dadurch. Schade. Okay, egal. Also wir könnten sogar vielleicht, wobei, ich hätte gedacht für eine Sekunde, ich hasse irgendwie Verteidigung.
Ja gut, irgendwie mag ich beides nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Nee. Digga, ey. Mann, ey. Kartuschierer, Mann. Warum benutzt man so eine Dreckswaffe? Das ist doch Müll. So. Es fuckt halt einfach auf der Gegnerseite, fuckt das halt einfach übel ab, die Waffe. Ja, Digga, Trisoka ist eigentlich auch ein Haufen Müll. Ach, Digga, das war's auch wieder mal komplett. Nee, das wird nichts mehr. Vorhin habe ich so eine Sekunde daran geglaubt, aber irgendwie dann irgendwie nicht mehr. Ja, Mann, besser ist, ey. Nee. Nee, das Ding ist over. Nee, das war's nicht. Das war's auf jeden Fall nicht. Nee, das sieht doch richtig scheiße aus. Ja, GG. Auch wenn mich das schon ein bisschen abfuckt. Aber die haben eine runde Zahl erwischt. Chillig. Ich hasse es zu verlieren, weil ich das nicht einsehen kann. Und das bleibt bis heute so. Gut. Naja, machen wir noch eine Runde. Wenigstens ist der Soundtrack hier ganz cool, der hier abspielt in der Lobby. So, bitte lass mich nicht nochmal Verteidiger sein. Wir müssen gegen das eigene Team kämpfen. Ich kacke ab, ich bin nochmal Verteidiger. Ich hasse mein Leben. Och man. Ach man. Ach Bruder. Naja. Wenigstens haben wir Big Betrayal. Das passt wenigstens. Ach, Digga, dann ist ein Sniper dabei. Oh, nee, Digga. Da bin ich ja jetzt schon demotiviert. Wo kommst du denn hier, du? Ach, Digga. Nee. Nee. Splashdown war damals irgendwie cooler. Also hier ist es einfach nur lächerlich, was das für eine Range hat, sag ich. So. Irgendwie macht's schon Bock, wenn man das selbst benutzt, aber keine Ahnung. Für mich ist alles auf der Gegnerseite halt einfach alles nervig irgendwie, ich weiß auch nicht. Nee. Keine Ahnung, Verteidigerseite ist irgendwie, ne? Ja, Digga, der hat so den Kill gerochen, Digga. Dass er auch noch R34 heißt. Warte mal, heißt das eigentlich nicht anders? Nee, ist schon richtig. Gut. Darauf werde ich garantiert auch nicht näher eingehen. Ja, genau. Ja, ist klar, Digga. Ja. Wirklich, das Game ist einfach nur Betrug. Es ist einfach so lächerlich. Digga. Boykottiert das Game, Digga, sag ich. Das kann ich mir einfach nicht geben. Das ist so lächerlich einfach mittlerweile. Gut, dass ich Tri-Color irgendwie nur im Videospiel, weil privat spiele ich das gar nicht. Alter, irgendwie ist zwar ganz nett als Neuerung, aber das macht alles halt irgendwie einfach nicht besser. Ja, immer von hinten. Digga, ich. Deinstallieren, Alter. Deinstallieren. Ich pack das nicht. Ah, nee.
kann man Tausende an Spielstunden hier investieren, ey. So. Nee. Ah, und wieder eine verlorene Runde. Jetzt wurde ich endlich von meinen Leiden erlöst. Ach Mann, ey. Nee. Nee, komm, nee. Dann rege ich mich nicht auf. Ich mach das Gefühl sowieso so schon jedes Mal. Es nervt halt einfach. Es nervt halt einfach nur. Ich will mich eigentlich unnötig wiederholen. Aber es ist halt einfach immer so. Es nervt. Es nervt halt einfach. Nee. Nee, 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 nee. Na gut. Dann lassen wir es hier. Ich bin jetzt endlich damit durch. Ach, Mann. Irgendwann höre ich komplett auf mit dem Game, Digga. Irgendwann komplett. Den DLC nehme ich noch mit. Da habe ich wenigstens Bock drauf. Aber online ist das die reinste Krise, ey. Tausende an Spielstunden zu verschwenden hier ist sinnfrei. Aber na gut. Viel zu viel gelabert. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.